Das Bündnis Sahra Wagenknecht verweigert also quasi die Arbeit und hat ganz offensichtlich keine Meinung zu den WHO-Pandemieverträgen. Sehr geehrte Wähler, herzlich willkommen zum Rückblick auf die vergangene Sitzungswoche. Beginnen wir, glaube ich, mit dem wichtigsten Thema, der Überschreibung von Souveränitätsrechten im Gesundheitsbereich von Deutschland auf die WHO, die sogenannten Pandemieverträge. Die AfD hat dieses Thema aufgegriffen als einzige interessierte Fraktion im Deutschen Bundestag. Kollege Sichert hat eine gute Rede gehalten und es gab einen Antrag an die Bundesregierung, das nicht zu tun. Ich will dem kurz vorgreifen, nur die AfD war dagegen. Ein Anhänger der Unionsfraktion hat sich enthalten, alle anderen waren der Meinung, dass wir diese Rechte übertragen sollten auf die WHO. Besonders herausheben möchte ich aber die Rolle von BSW, dem Bündnis Sahra Wagenknecht. Die hatten einen Redner am Start, der auch eine Rede dazu gehalten hat. Aber als es dann daran ging, abzustimmen zu diesem Antrag, war niemand vom BSW anwesend. Das Bündnis Sahra Wagenknecht verweigert also quasi die Arbeit und hat ganz offensichtlich keine Meinung zu den WHO-Pandemieverträgen. Sonst würden sie ja abstimmen und uns wissen lassen, wo sie da politisch stehen. Das ist einfach nur Arbeitsverweigerung. Kommen wir aber zu geistigen Brandstiftern. Und Robert Habeck ist einfach so einer. Obwohl in einer Aktuellen Stunde, die sich mit den Lügengeschichten im Wirtschaftsministerium und im Umweltministerium rund um die Frage, ob wir Kernenergie weiter betreiben wollen, von 2022 beschäftigt, benutzte diese Gelegenheit, um eine perfide, infame Attacke gegen die AfD zu reiten und zu behaupten, die AfD stünde im Zusammenhang mit dem Attentat auf den slowakischen Ministerpräsidenten Fico. Dem ist natürlich nicht so. Wir wissen mittlerweile einiges über die Hintergründe des offensichtlich linken Attentäters, der dieses Attentat ausgeführt hat und der die Intention hatte, Robert Fico zu ermorden. Aber Robert Habecks Worte möchte ich mal auf ihn selbst anwenden. Wenn aus Worten Taten folgen, wie er es gesagt hat, dann muss er sich und seine rot-grüne Ampelkoalition auch gefallen lassen, dass sie für die Attacke zum Beispiel gestern auf den AfD-Landtagsabgeordneten Mecklenburg-Vorpommern, Herrn Schmidt, mitverantwortlich sind. Denn aus Worten folgen ja Taten, wie Herr Habeck sagt. Und seit Jahren schon vergeht keine Sitzungswoche, wo nicht die SPD, die Grünen vor allem, auch die Linken, eine massive Hetze gegen die Politiker der AfD vorantreiben und de facto eigentlich physikalische Angriffe nicht nur billigen, sondern oftmals auch sehr schadenfreudig zur Kenntnis nehmen. Für die Verrohung der Zustände gegenüber Politikern in Deutschland trägt Rot-Grün die maßgebliche Verantwortung. Maßgebliche Verantwortung tragen auch die Behörden. Wie Sie es wissen, oder sicherlich wissen, wurde bei meinem Kollegen Peter Büstron wurden die Immobilien, die Liegenschaften, die Büros durchsucht. Und mein Büro im Deutschen Bundestag liegt direkt gegenüber von seinem. Ich konnte es also direkt mitverfolgen. Das besonders perfide daran ist, dass die Medien, allen voran der öffentliche Rundfunk in Deutschland, bereits von der ersten Sekunde an vor Ort waren. Das heißt, die Medien wussten exakt, wann und wo die Polizei diese Liegenschaften durchsuchen werden würde. Und die Frage ist eigentlich, wie kann es sein, dass von den Behörden dieses Wissen sofort an die Medien durchgestochen wird und die Ermittlungsbehörden offensichtlich der Meinung sind, das Informieren des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, das wäre Teil ihrer Ermittlungsarbeiten. Denn genau das ist passiert. Offensichtlich gibt es eine Standleitung von den Ermittlungsbehörden sofort zu den öffentlich-rechtlichen Medien, die dann sofort wissen, wo sie hinfahren. Das sind natürlich die Dinge, die würde man sich bei einem Wirecard- oder Cum-Ex-Skandal auch mal wünschen, dass die Ermittlungsbehörden Bescheid wissen und dann vor der richtigen Liegenschaft des Bundeskanzlers auch mal auftauchen. Das wäre vielleicht auch mal eine Idee. Im Umweltausschuss hatten wir ein Gespräch, nicht mit einem, zwei, sondern sogar mit drei Vertretern der Endlagersuche in Deutschland, dem BASE, dem BZG und der BGE. Interessanterweise, und ich will es an dieser Stelle abkürzen, das Stand- und Ausnahmegesetz sieht ja eine 500 Jahre Bergbarkeit der radioaktiven Hinterlassenschaften vor. Und gemäß den Vorstellungen dieser drei Vorsitzenden und bzw. Präsidenten dieser drei Ämter oder bundeseigenen Liegenschaften ist es so, dass diese Bergwerke 500 Jahre lang betreut, gewartet und bemannt sein müssen, um eine 500 Jahre Rückholbarkeit herzustellen. Das ist also ein Generationenprojekt, wo sich eine Kaste von Behördenapparaten hier selbstständig macht und ein 500-jähriges Auskommen hat für eine Tätigkeit, die darin besteht, ein stillgelegtes Loch in der Erde zu bewachen und zu betreuen. Das ist finanziell absoluter Wahnsinn, wenn wir einmal ein Endlager haben, Deckel drauf und fertig. Und zu guter Letzt sind wir bei dem Thema Sicherheit für Politiker, für sich ehrenamtlich engagierende kommunale Politiker, für Feuerwehrleute, für Polizisten. Das Thema wird gerade jetzt von SPD und Grünen entdeckt. Warum? Ja, es kam zu verurteilenswerten Übergriffen auf Politiker vor Ort, die ich entschieden ablehne als Demokrat. Es geht hier um den Wettbewerb der Ideen und am Ende geht es um eine demokratische Abstimmung. Gewalt hat diesen Auseinandersetzungen nichts zu tun. Aber die Feuerwehrleute und Polizisten in Deutschland müssen sich bereits seit Jahren, wenn nicht sogar Jahrzehnten, massive Übergriffe auf ihre Person gefallen lassen. Seit vielen Jahren schon werden Einsatzkräfte,
Sanitäter, Mediziner in den Straßen Berlins angegriffen und zum Teil in Hinterhalte gelockt. Und der Politik war das bislang komplett egal. Jetzt aber, wo es einige Politiker von SPD und Grüne trifft, jetzt ist man als Politiker ganz aufgeregt und fordert, nein, nicht mehr Sicherheit für jeden in diesem Land, sondern mehr Sicherheit für ausgewählte Politiker, weil die anscheinend was Besseres sind. Und ich sage Ihnen ganz klar, ich als Politiker, ich bin nicht besser als der normale Durchschnittsbürger auf der Straße. Und es darf in diesem Land keine Zwei-Klassen-Sicherheit und keine Zwei-Klassen-Justiz geben, dass Politiker Zugriff auf eine bessere Sicherheit hätten als jeder Bürger in diesem Staat. Ich will genau die gleiche Sicherheit für alle in diesem Land, für Sie, für mich und ja auch für die Politiker von Rot-Grün. Keine Zwei-Klassen-Gesellschaft, einfach nur ein sicheres Land mit sicheren Grenzen. Und das war's für diese Woche aus Berlin. Ich bin nach den Pfingstferien in 3 Wochen wieder für Sie da. Im Juni mit hoffentlich neuen interessanten Erfahrungen und Dingen, die dann kurz vor der EU-Wahl anstehen. Und ich freue mich darauf. Bis dahin vielen Dank und auf Wiedersehen.